Die Vorwürfe gegen den designierten Staatsoperndirektor wiegen schwer. Rostschitsch soll bei einer Dissertation, die er 1988 einreicht, abgeschrieben haben. Bei seiner Arbeit mit dem Titel Gesellschaftstheorie als kritische Theorie des Subjekts zur Gesellschaftstheorie Theodor W. Adorno werden ganze Passagen aus der Doktorarbeit von Peter Decker entdeckt. Auch eine Quellenangabe von Decker sucht man vergeblich. Aufgedeckt hat den Skandal der Plagiatsexperte Stefan Weber. Er ist auch, der jetzt Anzeige gegen Bogdan Rostschitsch einbringt. Mit den Vorhaltungen konfrontiert, bestätigt Rostschitsch, der sein Amt in der Staatsoper als Nachfolger von Dominik Mayer 2020 antreten wird, den Sachverhalt und sagt, die Einzelheiten der nun monierten Verwendung kann ich, auch wegen der knapp 30 Jahre Abstand, derzeit nicht rekonstruieren. Ich bin mit der Universität Wien hierzu in Kontakt. Sie wird meine Arbeit der entsprechenden Prüfung unterziehen. Die Universität prüft nun den Vorwurf und entscheidet dann, ob ein Verfahren eingeleitet wird. Im schlimmsten Fall wird der Titel aberkannt.